herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Servus Martin. Servus Martin. Und, war wieder viel los? Ja, ganz viel. Fangen wir an mit heute über Schwarz-Blau. Mir hat ein Foto gefällt. Wie, wo, was? Naja, du weißt doch, wenn der Kurz einmal Touristenklasse fliegt, gibt es Dutzende Fotos in Social Media und Facebook und alle diese Dinge. Er ist ein bürgernaher Politiker, das muss kommuniziert werden. Zumindest behauptet er das. Aber wenn er mit dem Privatjet in den Vatikan fliegt, hast du ein Foto gesehen? Ist er dann wirklich mit dem Privatjet geflogen? Na, die Partei hat es gezahlt. Ah, also du, ich und ihr? Eigentlich ja. Gern geschehen. Und zweites Halbjahr, wir haben EU-Vorsitz. Zum zweiten Mal schon, cool. Und dieses Mal wieder papierlos. Weil die Grünen sind nicht mehr in der Politik. Nein, nicht mehr. Zumindest nicht im Nationalrat. Okay. Gut. Aber ich befürchte ja, dass er nicht nur papierlos wird, er wird auch würdelos. Nein, die FPÖ hat unterschrieben, sie wollen nicht austreten. Das wird alles sichern, glaub mir's. Und du glaubst denen das? Absolut. Na gut. Und die dritte Geschichte? Die Regierung will die Betriebe entfesseln. Ich bin immer für Entfesseln. Ja, ja, aber was sagt dir der 21. Jänner 1987? Neun Jahre und zehn Monate alt war ich da, also genau. Nicht mehr viel. Also vor 30 Jahren ja. Ist die ÖVP in die Regierung gekommen und seither ununterbrochen in der Regierung und seither fast ausschließlich die Wirtschaftsminister gestellt. Das heißt, alles, was die jetzt entfesseln wollen, haben sie selbst verbrochen. Ja, aber dafür wissen sie exakt, wo die Schlüssel für die Fesseln liegen. Na, schauen wir mal. Und, wie hat es ausgeschaut beim Trump die Wochen? Also die Wochen hat die heute wirklich mal gezeigt, dass sie Ambitionen hat, um Richtung Wall Street Journal zu gehen. Hey, cool. Ja, sie haben nämlich ausschließlich Wirtschaftsnachrichten rund um Trump gebracht. Es ist immer die ganze Woche um die Einfuhrzölle auf Alu und Stahl gegangen. Mhm. Er will diese Zölle einführen. Mhm. America first. Mhm. Ja, super. Das Ding ist nur, sein eigenes Parlament ist dagegen. Das heißt, sogar die Republikaner haben es erkannt. Ja, sogar die Republikaner sind dagegen, dass diese Zölle eingeführt werden. Weil alle sagen, das bringt kaum was. Genau. So. Und weil das ja immer gekommen ist, hat die EU reagiert und hat gesagt, du Trump, ja, klar. Wenn du Zölle bringst, bringen wir auch welche. Mhm. Und zwar tut, was da wedelt. Wo? Wir erhöhen die Zölle auf Whisky, Jeans, Harley Davidson und, wie der EU-Bürger hält sich fest, auf Boote. Naja, aber als Binnenland. Hey, trotzdem, wir müssen unsere Boote für den Appersee wieder in Europa kaufen. Gut. Das ist hart. Aber, wie gesagt, es ist ja jeder dagegen, macht keinen Sinn. Und so hat sogar sein erster oberster Wirtschaftsberater das Handtuch geschmissen und gekündigt. Klar. Hat er nichts. Geht nicht, hat er gemeint. So, und jetzt Freitag. Super. Trump hat es unterschrieben, die Zölle. Echt? Er macht ernst. Org. Wir werden sehen, nächste Woche geht es weiter wahrscheinlich, aber wir wissen eins, definitiv. Was? Trump ist beratungsresistent. Martin, warum lesen wir die heute? Damit wir was lernen. Und was hast du die Woche gelernt? Ich weiß, warum du zu spät gekommen bist. Das waren 2 Minuten maximal. Na okay, besprechen wir das jetzt nicht, aber ich weiß, warum du zu spät gekommen bist. Hast du am Mikrowellenherd geschaut? Wieso weißt du das? Ja, in der Heute habe ich gelesen, die Küchengeräte stellen ihre Uhren nicht nach einer Funkuhr ein, sondern nach der Netzspannung. Und die variiert gerade in Europa ein bisschen. Okay. Und deswegen gingen die alle ein paar Minuten falsch. Oh. Bis Ende März, dann ist es vorbei, dann wird es wieder funktionieren. Das heißt, wenn sie jetzt Sport kommen wollt, hat es schnell Sport. Genau. Was hast denn du gelernt? Ich habe die Woche gelernt, dass die Grünen endlich dort angekommen sind, wo SPÖ und ÖVP schon ewig sind. Weil?
Weil wenn du SPÖ oder ÖVP-Politiker bist und deine Karriere ist vorbei, hast du fix einen geschmeidigen Job in einer Bank oder in einem staatsnahen Betrieb. Hört man so. Genau. Man muss ja von irgendwas leben dann auch. Ja. Und bei den Grünen war das nicht wirklich so. Aber, und das ist auch wieder bezeichnend für die Grünen, es war eine Frau, die dieses Tor aufgestoßen hat. Meinst du die Klawischnik? Genau. Sie arbeitet jetzt richtig fett kohlemäßig bei einem großen Betrieb. Ich finde das super. Es gibt ein Problem. Was? Sie ist keine Grüne mehr. Haarspalterin. Was meinst du denn hier dazu? Wie denkt ihr hier? Also, seid ihr auch der Meinung, so wie ich, dass es eine positive Entwicklung für die Grünen ist, dass man endlich ein Leben danach, eine Aussicht auf ein Leben danach hat, mit wirtschaftlichen Chancen? Lasst es uns in die Kommentare unten wissen, bitte. Damit sagen wir Tschüss. Danke. Bis nächste Woche. Baba.